Herzlich willkommen in der Golfschule Beuerberg. Was Sie heute trainieren, ist das Wichtigste, was Sie tun können, um Ihren Score zu reduzieren. Zuerst finden Sie heraus, welche Schlagdistanz die häufigste ist, die Sie normalerweise bei Ihnen auf dem Platz haben. In meinem Falle ist es genau 80 Meter. Gehen Sie raus aus dem Platz, spielen Sie alle 18 Loch, die Sie haben, wir haben 18 verschiedene Grüns, genau aus Ihrer wichtigsten Distanz an, und spielen Sie es als ein Par-3-Loch fertig. Ziel ist, so wie Sie es auch rechnen können, ist wie ein Handicap. Spielen Sie überall Par, haben Sie Handicap 0. Spielen Sie überall 1 drüber, haben Sie Handicap 18. Also geben Sie sich selbst ein Handicap und vor allem haben Sie viel Spaß an diesen Schlägen ins Grün. Denn jedes andere Grün, was Sie normalerweise nicht aus dieser Distanz anspielen, macht einfach Laune anzuspielen. Also messen Sie zuerst. Und es sind genau 80 Meter. Und wir beginnen nun unsere Par-3-Competition. Ich spiele für diese Distanz meinen 58 Grad loftiger Schläger. Mal sehen. Der liegt schon mal auf dem Grün, 4-5 Meter zu kurz, wunderbar. Mal sehen, was ich aus diesem Schlag machen kann. So, nun bin ich am Grün. Und spielen Sie Ihren Putt absolut in der vollen Routine. Der sieht sehr gut aus. Mal sehen, ob mir das Birdie gelingt. Yep. Somit habe ich nun das erste Loch mit 1 unter Par abgeschlossen. Und gehen wir zum nächsten. Nun zum nächsten Loch. Genau wieder 80 Meter. Im Moment liege ich 1 unter. Mal sehen. Der letzte Schlag war 5 Meter zu kurz. Ich versuche mich anzupassen. Und auch der sieht wieder etwas kurz aus. Mal sehen. Mein Ball kam wieder mehrere Meter zu kurz auf. Diesmal sind es 8. Mal sehen, ob ich meinen Schnitt noch verbessern kann. Und so ist es im Golf. Leider einen Zentimeter zu kurz, aber dennoch bleibe ich weiter 1 unter Par. Gehen wir zum nächsten Loch. So, nun für heute unser letztes Loch. Wir schauen mal, ob ich jetzt mal aus 80 Metern etwas näher hinkomme. Da war das erste Mal nicht zu kurz.
Diesmal ist der Ball 2 Meter vor der Fahne gelandet. Und die Chance auf ein Birdie ist sehr hoch. Also wie Sie sehen, üben Sie dieses Spiel und Ihr Score wird dramatisch nach unten purzeln. Noch ein Versuch auf ein Birdie. Diesmal ein schwerer Putt, sehr schräg. Mal sehen. Aber er ist gelungen und somit bin ich nach 3 Löchern mit 2 unter ganz gut dabei. Ich wünsche Ihnen noch viel Vergnügen, Ihr Christian Neumeier. Wenn Sie noch mehr Anregungen für Ihr Training suchen, gehen Sie auf meine Internetseite www.golf-keinsport-wie-jeder-andere.de.